So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach sehr langer Zeit endlich mal wieder mit einem neuen Let's Play. Ich hatte in letzter Zeit, naja, nennen wir es mal eine Sommerpause. Ich hatte privat und beruflich relativ viel um die Ohren, deswegen habe ich in letzter Zeit nicht viel gezockt. Und ja, meine Steam-Bibliothek hat vor sich hingeschlummert. Wie ihr sehen könnt, werde ich heute Dishonored spielen. Das ist ein 2012 erschienener Action-Shooter. Ja, ob es ein Shooter ist, weiß ich nicht so genau. Ich denke mal, das ist eine Mischung aus Shooter und Schleichspiel. Ich habe das Spiel vor ein paar Monaten kurz angezockt. Ich denke mal so 10, 15 Minuten. Hatte dann aber keine Lust mehr, weil, ja, ich weiß auch nicht genau warum. Irgendwie hat es mich damals nicht so wirklich gepackt, nicht reingezogen. Ich habe damals noch Skyrim gespielt und war deswegen nicht gefesselt genug von dem Spiel, um es weiterspielen zu können. Ja, aber deswegen werde ich jetzt mit euch einfach nochmal von vorne anfangen. Und ja, mal gucken, wie weit uns das Spiel treibt. Ich hoffe mal bis zum Ende. Ich spiele das Spiel auf dem PC, allerdings mit einem Xbox-Controller. Das heißt, ich werde nicht mit Maus und Tastatur spielen. Ich hoffe, das wird am Gameplay nicht viel ändern, aber ich denke mal eher nicht so. Ja, Spielstände habe ich keine. Ich habe damals nicht gespeichert. Deswegen müssen wir das Spiel wohl oder übel von vorne anfangen, was für euch nicht schlecht sein sollte. Die Optionen müssten eigentlich ja, hoch sein. Mehr geht, glaube ich, auch gar nicht. Rattenschatten. Klar, wollen wir haben. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, rede ich nicht so viel, sondern starte einfach direkt mal ein neues Spiel. Wie gesagt, ich habe das Spiel mal kurz angespielt. Ich weiß noch ungefähr, worum es am Anfang ging. Allerdings auch nicht mehr wirklich genau. Deswegen bin ich jetzt auch überfordert damit, in welcher Schwierigkeit ich das Spiel spielen soll. Aber ich denke mal, ich werde es ganz normal in der normalen Schwierigkeitsstärke spielen. Die Helligkeit so einstellen, dass das Dunkelste so gerade noch zu erkennen ist. Also für mich ist die Helligkeit in Ordnung. Automatikspeicher spielen dann überschrieben. Fortfahren, ja. Das macht nichts. So, und schon geht's los. Dunwalter. Endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreichs unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Ach genau, ja stimmt, jetzt weiß ich auch wieder ungefähr, worum es ging am Anfang. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Wie romantisch. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Mit dem größtmöglichen Vergnügen. Vrenhaven. Ich hoffe, ich spreche den Namen alle richtig aus. Ganz ruhig. Genau. Aufpassen. Leinen sind los. Haben abgelegt. So, benutze RS, um mich umzusehen. Das klingt Gerade logisch. unterwegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Tja, ich hoffe, die erzählen jetzt nicht allzu viel, damit ich zwischendurch auch mal was sagen kann. Ich hasse es nämlich, dazwischen zu reden, wenn Spielercharaktere was zu sagen haben. Naja, die Grafik ist jetzt nicht überragend, aber das Spiel ist allerdings jetzt auch schon fast 3 Jahre alt, deswegen Vader, es geht nach oben. kann man auch nichts dazu sagen. Auf jeden Fall nichts Negatives. Ich mag allerdings diesen Grafikstil sehr gerne. Es ist so leicht comic-mäßig, aber nicht so wie bei Borderlands, sondern eher dezent. Okay.
Das stört mich an so Videospielen. Meistens auch, dass so ein paar Details ungenau sind, wie zum Beispiel diese Schleuse. Das ist viel zu krass, wie schnell das Wasser steigt. Das dürfte im echten Leben niemals so schnell gehen. Aber man kann ja nicht immer alles komplett realistisch umsetzen. Wenn wir hier am Anfang vom Spiel 10 Minuten... Sind empfindlich. Mach vor allem keine Experimente. Sokolov hat wieder alles geändert und wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Er malt hier heute ein Porträt. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann jetzt. Er malt hier ein Porträt. Reden wir ihn mal an, hier den Techniker. Da ist er. Gute Reise, Sir. Na klar. Mir ist nur speiübel geworden, weil ich Wasser auf den Tod nicht abstehen. Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Haben wir dieselbe Stimme? Die höchste Schleuse im ganzen Kaiserreich, so sagt man. Nee, ich wollte schon sagen. Naja, wir haben schon mal keine Spiegelung im Wasser. Wäre ja auch zu aufwendig. Hallo, Sir. Der Meisterspion ist bei ihr, aber sie will sie sofort sehen. So, das ist also der Dunwall Tower. Ihre Majestät wartet im Pavillon. Oder Dunwall. Du bist zurück. Ist das meine Tochter? Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Ja gut, legen wir los. Tut mir leid, Emily, aber ich muss deine Mutter sprechen. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Verstecken mit ihr, oder? Hilft ja alles nichts, auch wenn sie nicht gerade toll animiert ist. Gut, los geht's. Tun wir ihr trotzdem einen Gefallen. Drücke LS, um zu sprinten. Da oben... Ach, das ist anscheinend der Fritze, der jetzt am Malen ist. Der Meisterspion, oder wie der heißt. Also wenn ich sprinte, dann kann ich nicht so entspannt summen. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Na gut. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Drücke B, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Okay, klingt einfach. Muss ich mir jetzt nur merken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Okay, ich kann anhand des Pfeils sehen, wo sie gerade ist. Ah ne, das ist die Kaiserin Jasmine oder Jessamine. Ich hoffe, wir lernen gleich noch, wie man sie ausspricht. So, ich hoffe, sie findet uns jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock, das Ganze fünfmal zu wiederholen. Ich stelle mich in solchen Sachen nämlich immer ziemlich dämlich an und dann hänge ich eine halbe Stunde in der ersten Übungssequenz in Anführungszeichen fest. Aber ich finde es ganz gut, dass sie das so spielerisch ins Spiel einbauen und nicht vorher so ein Tutorial einbauen. Das finde ich nämlich immer mega nervig, wenn du dich so, ja, künstlich in das Spiel reinfinden musst. Ich finde es immer besser, wenn diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Spiel integriert sind, so wie jetzt gerade. So, sucht sie mich überhaupt? Hoffe ich doch. Ah. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Wo ist denn die Kleine jetzt? Da hinten. Egal, ich gucke mich jetzt mal kurz hier um. Ich laufe hier jetzt nicht direkt hinterher. Man weiß ja nie, was man hier so alles finden kann. Das macht das aber nicht so den Anschein, als ob wir hier schon was entdecken könnten. Aber man weiß ja nie. So, ich nehme an, das ist die Stadt, in der die Story spielt. Oder Teile der Story. Und das Spiel schlägt mir vor, mit A über diese Brüstung drüber zu hüpfen, was ich jetzt nicht machen werde. Okay, ich werde mal zur Kaiserin gehen. Mit der ein bisschen quatschen, anscheinend verstehe ich gut mit der.
Das finde ich sieht ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch im Video sehen könnt. Die Lichtbrechung über Objekten sieht, no, das hat was. Auch wenn der Rest der Grafik jetzt nicht überragend ist. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Vielen Dank. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Oberaufseher. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Ja, ich weiß nicht, wie sie vorher war. Jetzt ist sie ziemlich schnell. Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Corvo, bitte. Ich kann ihn nicht sehen. Hat er eine schiefe Nase? Irgendwie schon. Naja, wie auch immer. Gehen wir mal hoch zur Kaiserin. Sie empfängt sie gleich. Und der hat einen schicken Schnalzer. Jeder hat Angst wegen der Rattenplage. Ich bin froh, dass du hier bist. Hallo, mein Herr. Hallo. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Der sieht irgendwie unangenehm aus, der Typ. Corvo. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Auch schon die Art, wie der redet. Der ist mir unsympathisch. Das Lustige ist, dass Spieler solche bösen Charaktere... Wir sollten sie allein lassen. Immer überspitzt darstellen, das heißt, man kann relativ früh immer erkennen, wer der Böse und wer der Gute ist. Und ich schätze mal, der da wird ein ziemlich übler Zeitgenosse Günstige werden im Laufe Winde der Story. Bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Trifft die Kaiserin im Gartenpavillon. Abgehakt. Die erste Mission. Eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Oh, what the fuck. Okay, drücke RT für einen Angriff mit rechts oder LT für einen Angriff mit links, wenn du eine Waffe oder Kraft... Was? Eine Kraft bereithältst, ach so. Ja, klingt logisch. Halte RB gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er auffällig für einen Gegenangriff wird. Ach, anfällig. Kann ich mehr lesen. So, da kommt noch einer. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal, nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Okay. Das war's dann wohl mit der Kaiserin. Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. What the fuck? Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter?
Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Okay, dumm gelaufen. Also, wie es aussieht, findet da irgendein Putsch statt oder sonst irgendwas in der Art und wir sind jetzt natürlich voll zwischen die Fronten geraten. In der Stadt herrscht irgendeine Pest, was der Kaiserin ziemlich Kopfzerbrechen besorgt, bereitet hat. Und falls ihr es eben auch bemerkt habt, in der Zwischensequenz, wo die Kaiserin in unseren Armen lag und am Sterben war, sind die Wachen neben uns aufgetaucht, so richtig aufgeploppt im Bild. Zumindest deren Füße. Scheint auch sehr durchdacht animiert zu sein. Ja, entehrt. 6 Monate sind vergangen, seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Colbridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Ja. Die Frage ist, wo waren die Wachen, als es soweit war? Die waren auf einmal weg. Das klingt schwer nach einer Verschwörung. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Oh, und die Wichser foltern mich. Tolle Möglichkeit. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Ah, dieses fiese Arschloch. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Ja, toll. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Warum foltern die mich, um ein Geständnis zu erwirken? Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Wenn ich doch sowieso unschuldig bin und die beiden das wissen. Also wenn ich sowieso am nächsten Tag hingerichtet werde. Das ist völliger Quatsch. Ist das jetzt nur, um eine Zwischensequenz zu füllen? Oder hat sich da wirklich keine Gedanken drüber gemacht? Naja, wie auch immer. Nehme ich mal das Brot. Und tada! Brief eines Freundes. Lies die Nachricht. Das kriege ich doch hin. Corvo, wer sind wir? Spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Warum ist im Verhörraum ein Sprengsatz? Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Nun gut, das klingt jetzt nicht sonderlich kompliziert. Sag Bescheid, wenn du meine Wache übernehmen willst. Nerv jemand anderen. Ja, bla bla. Aus dem Gefängnis entkommen, das kennen wir ja so gut wie aus jedem Schleichspiel. Da ist man am Anfang ja immer in irgendeiner Gefängniszelle und muss daraus entkommen und in die Kanalisation. Ich sag nur Oblivion. Und dann ja, starten wir das Ganze einfach mal, würde ich sagen. Okay, und wir haben gelernt, B ist der Schleichmodus, den werde ich jetzt direkt mal anwenden. Oh, und wir gehen automatisch unter die Tische drunter, wenn wir auf sie zukriechen. Das ist gut. Das heißt, man muss nicht extra eine Aktion wählen, sondern sich ganz schnell intuitiv verstecken. Nehmen wir uns mal die Waffe und das Gold. Man weiß ja nie, wofür man es gebrauchen kann. Scheiß reiche Milchtränker, die mich hierher gebracht haben. Okay. Sehen die mich hier? Ist frei. Viel Glück. Nicht. Und mach ein paar platt. Oh, ich werde es versuchen. Brenn dieses Loch nieder.
Alles klar. Ah, diese beschissene. Ah, ist Überdeckungen drüber springen. Oh, was ist das? Gegner eliminieren und nicht tödlich überwältigen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du RT drückst. Aber du schleichst dich von hinten und hältst. Oh ne, oder du schleichst dich von hinten und hältst RB gerückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst, manche Personen dir wohl gesonder sind und das Ende weniger düster ist. Okay, das heißt, die Anzahl der Menschen, die wir umbringen bzw. ausschalten, hat ein bisschen was mit dem Spielgeschehen zu tun. Je nachdem wird sich dann die Geschichte verändern. Und das Spiel wird schwerer, wenn wir mehr Leute umbringen. Dann werde ich einfach mal versuchen, die Leute zu verschonen, aber versprechen kann ich nichts. Ich weiß nicht, ob ihr andere Let's Plays von mir geguckt habt, da seht ihr, dass ich ständig daran scheitere, durch Level zu schleichen. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Probieren kann ich es ja. Ich versuche es. Ich kann den Leichnam aufnehmen und hier hinterwerfen. Erledige noch ein paar, solange du kannst. Der ist jetzt bewusstlos. Und die beiden Kameraden von ihm merken nicht, dass er weg ist. Du brauchst ein Bad. Ich kann dich von hier aus riechen. Halt's Maul. Lass mich raus. Nur noch 3 Tage. Dann köpfen die mich. Kommt schon, ihr beiden. Müsst ihr jetzt so viel labern. Also, sie sehen, dass hier denselbe liegt. Oder sehen die das echt nicht? Hä? Was zum? Okay, das war's von wegen Schleifen. Einen habe ich so ausgeschaltet und die restlichen muss ich jetzt leider im Kampf besiegen. Wenn ich wüsste, wie ich da hochkomme. Was habe ich da genommen? So, Kolvus, was war das? Drück und halte LB gedrückt, um die Schnellauswahl zu öffnen, drücke dann B, um einen Heiltrank zu trinken. Okay, da ist noch nichts drin, aber die Heiltränke, das rote, was ich aufgenommen habe, war anscheinend ein Heiltrank. Dose mit gepökeltem Hexenfleisch, Hexenfisch. Boah, ich kann echt nicht mehr lesen, unglaublich. Aber irgendwie, eingelegtem Walfleisch. Ich nehme einfach mal alles, was hier rumliegt. Ich hoffe, ich brauche keine Brille demnächst, weil echt kein gutes Zeichen ist. Wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Kann ich ihn überhaupt schon ausschalten? Wahrscheinlich nicht. Du kannst dich nicht mehr. Oh, oh, oh. Was zum Teufel war das? Ich wollte jetzt lange X drücken, um das Schlüsselloch zu gucken. Das ist die Frage, ob die von der anderen Seite die Tür aufgemacht haben. Oder machen wir die Tür auf? Oh, da kommt einer. Ich werde dein Versteck finden. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Hier ist er! Oh, das hat bestimmt wehgetan. Naja, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich hier oben lang muss. Ich guck mal, ob da oben noch irgendwas ist, was ich gebrauchen könnte. Weil ich glaube, das ist nicht der offizielle Weg, den ich gehen muss. Ah, doch, da. Ah, das ist die Treppe, wo der eine gerade... Ich verstehe, deswegen konnte der auch an mir vorbeilaufen und sich durch die Wand durchglitzen, wie es aussieht. Stirb, toter Arm. Beute nehmen. Ach, ich kann ja noch alle ausräumen. Das sollte ich vielleicht auch mal kontrollieren. Ich bin ja so ein Typ, der niemals an allem vorbeiläuft, ohne so viel wie möglich mitzunehmen. Ein kleiner Pfennigfuchser, würde ich mal sagen. Aber ich will auch immer die bestmögliche Ausrüstung haben, deswegen verschwende ich nichts, was in der Gegend rumliegt.
So wie das hier zum Beispiel. So, wow, was war das? Wenn ich sprinte und dann B gedrückt lasse, dann splitter ich so ein bisschen über den Boden. Cool. Mit dem Schlüssel zum Hofgang aufgeschlossen. Wollen wir mal gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist außer Gold? Wenn ich hier runter gucke. Boah, was für ein schöner Innenhof. Ich bin froh, dass ich bis jetzt noch nie im Knast war. Das sieht immer alles sehr trostlos aus. Aber nach den ganzen Schleichspielen, die ich gespielt habe, wäre es für mich ein Klacks, aus dem Gefängnis auszubrechen. Verhörzimmer. So, so. Alles klar, öffnen. Da gedrückt halten fürs Schlüsselloch. Ich lasse mal gedrückt und gucke mal, ob da jemand drin ist. Da sitzt jemand an seinem Schreibtisch, wie es aussieht. Oder ist das nur eine Kerze? Hm, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das ein Kopf ist oder irgendwas Weißes, was zum Schreibtisch gehört. Wie auch immer. Ich würde trotzdem sagen, dass ich an dieser Stelle mal eine Pause mache. Und das Spiel speichere. Und ja, in 10 Minuten weiterspiele. Ich mache mir nochmal schnell einen Kaffee. Ihr könnt unten rechts schon mal auf die nächste Folge klicken, falls ihr nicht in der Playlist seid. Ansonsten, wenn ihr auf das Video oben rechts klickt, dann kommt ihr in die gesamte Playlist, dann müsst ihr nicht mehr weiterschalten, dann werden automatisch alle Videos durchgeschaltet. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis später.